Der Zeitpunkt einer Operation für eine Skoliose wird immer vom Chirurgen mit den konservativ behandelnden Kollegen und den Eltern besprochen. Es ist sehr wichtig abzuschätzen, wie sich eine jeweilige skoliotische Verkrümmung verhalten wird, ob diese wahrscheinlich rasch voranschreiten will. Das hängt von dem Alter des Kindes und vor allem dem Knochenalter des Kindes ab. Hierzu wird oftmals die Hand oder das Becken gerönt, um einzuschätzen, wie viel Wachstum noch vorhanden ist. Auch muss das Kind im Verhältnis zu den Eltern gesehen werden. Wenn die Krümmung moderat ist und relativ wenig Knochenwachstum vorhergesagt wird, dann kann eine konservative Therapie sehr sinnvoll sein. Liegt auf der anderen Hand ein noch sehr skeletal, also vom Knochen her unreifes Kind vor, mit einer bereits hochgradigen Skoliose, dann sind verschiedene operative Maßnahmen sinnvoll.